Warum haben Sie sich denn in so jungen Jahren für das Immobiliengeschäft entschieden? Also es ist so, dass ich schon vorher selbstständig war als Immobilienmakler, habe mich mit 21 in die Selbstständigkeit begeben und für mich war klar, dass ich irgendwas mit Immobilien machen will. Und ich wollte immer reich werden und ich wusste, dass es mit Immobilien am besten geht. Was hat man denn so als Jungunternehmer für Herausforderungen, wenn man in so einen Bereich einsteigt? Also man hat ganz, ganz viele Herausforderungen. Die erste schwierigste Herausforderung war mit Sicherheit zu lernen, wie man richtig mit Geld umgeht. Also ich habe ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit einige Fehler gemacht, gerade was das Wirtschaft mit Geld angeht. Ich war auf Deutsch gesagt sehr großkotzig und wollte sehr, sehr viel erreichen, zu viel, zu schnell. Und da musste ich von meinem Trip ein bisschen runterkommen und das war mein erster Fehler. Ich habe zu viel Geld ausgegeben. Mein zweiter Fehler war, Herausforderung, das war ja die Frage. Meine zweite Herausforderung war, dass ich eine Finanzierung finden musste für meine erste Immobilie. Und da bin ich mir ganz schön die Hacken abgerannt und das war sehr, sehr schwer. Und wie ist das dann gekommen? Es ist so gekommen, dass ich eine Bank gefunden habe. Ich habe eine Bank überzeugen können. Es ist ja so, dass man immer als Selbstständiger mindestens 3 Jahre erfolgreich selbstständig sein muss. Und dieses Kriterium hatte ich erfüllt. Und hatte dann auch ein bisschen Glück, dass mein Banker auch sich überzeugen ließ von mir. Und es hat ganz gut geklappt. Okay. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. Warum? Also, mein Ziel war es immer, salopp gesagt, ich wollte immer mal reich werden. Und wenn ich das schaffe, reich zu werden, und wenn ich nicht mehr für Geld arbeiten muss, das heißt, wenn die passiven Einnahmen, für die ich nicht mehr arbeiten muss, so hoch sind, dass sie meine Lebenshaltungskosten decken, dann wollte ich immer ein Buch schreiben und der Menschheit erzählen, wie ich es geschafft habe, damit die eben auch davon lernen, wie es funktioniert. Und das ist meine Hauptmotivation. Da ich das so jung geschafft habe, Gott sei Dank, habe ich es geschrieben, um denen zu zeigen, wie es geht. Gibt es denn so eine Motivation für Sie die nächsten 10 Jahre, was Sie dann noch erreichen wollen? Ja, sicher. Also wir haben jetzt einen Immobilienbestand von ca. 120 Immobilieneinheiten und also man muss sehr vorsichtig sein mit dieser Frage, weil ja auch Banker mit Sicherheit zugucken und Banker wollen ja immer, dass man nicht zu schnell wächst und deshalb, ich will ganz, ganz langsam wachsen. Nein, Spaß beiseite. Das, was ich aufgebaut habe mit den 120 Einheiten, die wir insgesamt besitzen, habe ich in relativ kurzer Zeit aufgebaut. Und wenn man diesen Zeitraum annimmt und das jetzt weiter hochspinnen würde, kann man sich sicherlich vorstellen, was wir noch erreichen wollen. Wir wollen noch eine ganze Menge erreichen und haben noch sehr, sehr viel vor. Schön, vielen Dank. Gerne.